Doppel-L. Unsere Gesellschaft, ein verrottetes Gestell. Alles hier und jetzt, Hauptsache billig und schnell. Nichts ist mehr echt, nur noch originell. Kopien weit und breit, besonders individuell. Gesteuert durch falsche Werte, primär materiell. Keiner mehr gebildet, aber alle intellektuell. Gegessen wird Bio, transportiert durch Shell. Der Überfluss an Nahrung, abgeschnitten dank Skalpell. Im Dschungel der Großstadt trägt man immer noch Fell. Liebe wie Börse, Gefühle wie Aktien, alles kommerziell. Geschlechter entwickeln Phobien gegen Arten von sexuell. Jeder lebt seinen Traum, aber die meisten nur virtuell. Dumme Gesichter wirken durch Filter auf Fotos wieder hell. Religion war gestern, heute spirituell. Faschismus hat keine Farbe, er ist multikulturell. Gut und böse, alles tendenziell. Freiheit heißt Konsum, diese Revolution industriell. Frieden durch Kriege, die Motivation finanziell. Der Endkampf keine Fiktion, der Albtraum wird reell. Denn Waffen sind Maschinen, doch bedient werden sie manuell. Die Politik so schwammig wie ein verschwommenes Aquarell. Unsere Regierung korrupt und kriminell, schlecht organisiert als jedes Drogenkartell. Der Mensch käuflicher denn je, wie die Huren im Bordell. Wer bist du? Und ich meine nicht visuell. Worum dreht sich dein Lebenskarussell? Oder ist es kaputt, wie ein 0815-Modell? Die Welt braucht weniger scharf und mehr rebell. Weniger global, mehr universell. Mehr Leidenschaft, nicht so formell. Vernünftige Stimmen, kein verlogenes Gebell. Dies ist kein Aufruf oder Appell. Nichts Neues, auch nicht aktuell. Weder genial noch sensationell. Nur Gedanken als Reim verfasst, traditionell. Mein Outing als Fan vom Doppel-L. Vielleicht macht's Klick. Wenn nicht vielleicht, dann eventuell.